schon lange her, dass ich einen Döner gegessen habe und dabei nüchtern war. Nach dem Checkout im Hotel kommt der Check-in bei ihr. Saliha Özcan, besser bekannt als Sally, Deutschlands erfolgreichste YouTuberin, wenn es ums Backen und Kochen geht. 2012 buk sie noch kleine Brötchen. Alles begann mit einem Video aus der heimischen Küche. Und dann schaltet ihr die Maschine erstmal an. Die Maschine läuft inzwischen auf Hochtouren. 10 Jahre später ist Sally YouTube-Star, führt ihr eigenes Koch- und Backimperium, beschäftigt über 140 Angestellte, betreibt Shops mit eigenen Artikeln, macht einen Podcast, schreibt Rezeptbücher und gestaltet Küchen. Sally lebt mit ihrem Mann Murat und ihren beiden Töchtern in Waaghäusel zwischen Karlsruhe und Heidelberg im Silicon Valley. Wohnen und arbeiten mitten in einem Industriegebiet. Sie ist die Tochter türkischer und damals sogenannter Gastarbeiter. Sie war mal Lehrerin und sie scheint mich zu erwarten. Da sind wir richtig. Sallys Welt im Silicon Valley. Hier wird Arbeit und Privatleben zu einem Teig verrührt. Ich bin Blumen, also bin ich Lieferant. Da ist die Sally. Ja, hallo. Hallöchen. Hallo, hier, komm herein. Ach, wie schön. Herzlich willkommen. Ich glaube, man muss... Oh, komm, hallo. Hallo Sally, vielen Dank, dass ich dich besuchen darf. Ja, danke, dass ihr da seid. Danke, dass du da bist. Ja, sehr gerne. Ich habe dir die mitgebracht, die darfst du selber auspacken. Dankeschön. Du kannst dann ein Unwrapping-Video machen für YouTube. Auf jeden Fall. Und man muss so aussehen, ja? Ja, ich wohne ja hier, deswegen haben wir ein Hausschuhbüro. Du darfst gerne sockig, aber ich kann dir auch gerne Schuhe anbieten. Ich würde total gerne diese rosa Crocs anziehen. Ja, habe ich mir gedacht. Ich habe aus dem Hotel nämlich eben noch das mitgenommen, okay. Weil ich das schon gesehen habe. Murat hat es mal in einem Video gesagt, dass wir euch alle die Schuhe ausziehen. Alle, egal wer hier reinkommt. Auch wenn der Bundeskanzler kommt. Auch wenn der Bundeskanzler. Ich verspreche, der kommt heute nicht. Ich hoffe nicht. Und ich nehme dann die. Wobei die rosa Crocs schon auch wirklich. Sind schon auch schön. Also ich habe extra die schwarzen und blauen weg. Ich dachte, rosa wäre einfach schöner. Ja, aber weißt du, ich habe ja weiße Sneakers und deswegen passt es besser. Ja, passt. So rundet das auch. Komm herein. Ich zeige dir alles. Ja, sag mal, ihr wohnt wirklich hier, ne? Ja. Weil das ist ja ein Industriegebiet. Ja. Und wirklich ein Silicon Valley. Das ist ja unfassbar. Ja, es ist wirklich so. Viele denken, ja, wir machen da Spaß, aber es ist so. Wir wohnten früher im Wohngebiet, aber da wurde es irgendwann, es ging nicht mehr, weil die Nachbarn echt gestört wurden vom vielen Licht, vom vielen Lärm, von den vielen Kameras und den Menschen, die hier so ein- und ausgehen. Und deswegen mussten wir ins Industriegebiet ziehen, damit wir wohnen und arbeiten können. Wahnsinn, oder was für ein Riesen. Und hier sind wir auch schon, dass alle schon da waren. Und hier, ihn habe ich auch besucht. Ja, Echo, habe ich gesehen. Ja. Habt ihr richtig schön gemacht. Oder die Küche von dir. Ja. Ja, vielleicht gehe ich hier auch mit der Küche raus. Ja, wahrscheinlich. Komm mal rein. Ja, vielen Dank. Darf ich hier einfach mal kurz das Jahr legen? Gerne. Leg alles ab, genau. Aber das ist jetzt hier nicht dein Wohnbereich, weil das ist doch eine Fernsehküche hier, oder? Genau, das ist hier unser Studio. Also wir haben tatsächlich ein bisschen blöd gebaut, muss ich sagen. Jetzt im Nachhinein betrachtet haben wir das Studio draußen zur Straßenseite gebaut, wo es am lautesten ist, wo am meisten die Post klingelt. Deswegen sind wir oft gestört beim Dreh. Aber andererseits habe ich dann da drüben im hinteren Bereich meinen Garten, meine Ruhe. Die meiste Zeit. Und deswegen, hier ist Studio, dann laufen wir durch die Garage und können dann zu mir nach Hause. Und so habe ich halt einen einfachen Arbeitsweg. Das heißt, du hast kurze Wege. Das heißt, du musst im Grunde an so einem normalen Arbeitstag eigentlich kein einziges Mal zum Beispiel Schuhe anziehen. Genau, ich habe nur Hausschuhe. Und wenn es blöd läuft, dann gibt es auch Tage, da verlasse ich 3 Wochen das Gelände nicht, weil ich dann einfach arbeite. Und wir sind hier im Garten und draußen und ich lebe so in meiner eigenen Welt. Ich fand das wirklich total beeindruckend. Ich habe es am Anfang gar nicht glauben können, dass man hier auch wohnt, weil es ja echt ein Industriegebiet ist. Also du kannst ja nicht mal in eine Kneipe gehen. Du kannst
einen schönen Betonmischer angucken oder so. Genau. Aber zu Fuß ist ja nichts möglich. Nein, wir haben auch deswegen nicht so die schönste Nachbarschaft. Und sonntags ist ruhig, weil sonntags ist die Industrie ruht. Die ganz Industrie. Genau, da haben wir unsere Ruhe. Da können wir auch richtig Partys schmeißen. Die Kinder sind laut, wir können raus und keinen stört. So. Möchtest du was trinken? Super gerne. Hast du Hunger? Möchtest du was trinken? Kaffee, Tee, Wasser? Ich habe ja eh gedacht, ich kann ja nicht ohne Hunger hierher kommen. Ja, also ich habe jetzt eh Hoffnung, irgendein Kuchenstück heute noch zu beißen. Ja, ich habe Linsertorte gebacken. Weil ich so Lust drauf hatte. Ich hoffe, du magst Linsertorte. Ja. Genau, dann essen wir doch Kuchen. Dann kriegst du was zu trinken. Und heute Abend können wir zusammen kochen. Kochen wir dann eigentlich auch hier in der Showküche dann auch? Nee, so? weil da will ich ja dann schon Feierabend. Deswegen gehen wir dann nach Hause. Ach, das ist schön. Okay, dann sind wir ein bisschen privater. Ja, ja. Also ich kann dir jetzt gerne noch ein paar Arbeitsplätze zeigen. Ja, bitte zeig mal. So viel du zeigen kannst und möchtest. Gut. Wir haben hier so... Das finde ich immer so schön, weil das ist die Frauenecke. Ach, ich meine, heute man darf ja nicht mehr gendern und so Zeug. Aber ich sage immer, das ist so die Sally-Oase. Hier läuft normalerweise ABBA. Ja. Wenn man zur Toilette geht. Am Abort quasi. Ja, genau. Ja. Und hier ist so, das hat Murat gemacht, das ist The Dark Room. Okay, gut, das ist eine Männertoilette. Mit einem Pissoir natürlich. Natürlich. Aber warum hängt denn jetzt auf der Männertoilette auch ein Kabel? Ich dachte mir, falls du dich arbeitstechnisch an mich anpassen möchtest, ja, ist sehr gut. Dann dürftest du. Ja, sehr gut, mache ich. Ist es auch meine Größe? Ich weiß nicht, ich habe eins vom Murat drauf. Ja, dann ist es bestimmt meine Größe. Der ist bestimmt muskulöser als ich. Wobei ich glaube, jeder ist. Er ist aber kleiner als du. Dann können Sie es ausgleichen sozusagen. Ja. Er sagte zwar immer, er ist 1,75, aber ich bin 1,75. Er ist ein bisschen kleiner. Aber ich liebe ihn so. Und das ist jetzt kommen wir sozusagen in dein Privates. Genau, jetzt ist hier, also hier ist noch nicht privat. Hier ist unsere Garage, die ursprünglich eine private Garage sein sollte, wo wir Autos parken und dann durch die Vorratskammer ins Haus kommen. Aber aus Platzmangelgründen haben wir die Garage umfunktioniert. Hier haben wir unsere Werkstatt, da mache ich auch Videos, Do-it-yourself-Videos. Wir bauen, wir basteln, wir malen hier. Und auch hier kannst du eine schöne Garagenparty irgendwann noch feiern. Grillwand, Garage auf. Also an Partymöglichkeiten mangelt es hier nicht. Das ist die neue Sally. Die macht jetzt nämlich Party. Die haut jetzt auf den Tisch. Tanzt auf den Tischen. Genau. In Crocs. In Crocs. Und hier sind wir jetzt bei uns zu Hause. Und herzlich willkommen. Ach, vielen Dank. Dann kommen wir quasi nochmal rein. Genau. Aber ist das jetzt, weil hier sind ja überall Leute. Ja. Wenn jetzt hier so Mitarbeiter, können die auch einfach hier reinkommen? Oder? Ja. Also wir wohnen jetzt seit 4 Jahren hier und es hat sich irgendwie so eingependelt, dass immer Mitarbeiter rein, raus, Team. Aber wir haben halt auch Mitarbeiter, mit den meisten bin ich sehr, sehr eng befreundet. Und jetzt, dass ich gestern erst, haben wir beschlossen, wir machen diese Türen zu. Und alles, was so die Arbeit angeht, wollen wir jetzt drüben abspielen lassen. Und wenn wir uns dann privat treffen, dann treffen wir uns hier. Ich muss echt irgendwie zu Hause noch ein bisschen was machen. Also gerade der Küchenbereich ist echt viel optimierungsfähig, muss ich sagen. Ja. Aber ist kann dir helfen. Ja, bitte. Und ist es eigentlich immer so sauber und akkurat oder weil wir jetzt heute kommen? Es ist immer so. Ich mag es schön und ich mag es aufgeräumt und ich putze und ordne den ganzen Tag. Schubladen sind etikettiert. Mir macht es auch Spaß, das so am Abend noch zu machen. Und ist mir wichtig. Bist du auch so monkig, dass wenn ich jetzt hier hingehe und das mache? Ich würde gerne sagen nein, aber ach, ja. Das, was du später kurz vor mir gehen. Ja. Das wird zurück hier. Ja. Aber ich habe sowas auch nicht gesagt. Ja. Keine hast Super. Du? Ja, ich habe das auch. Ich mag es also so sauber, da bin ich, habe ich so einen Staubsaugerroboter und denke, der wird das schon machen. Aber ich mag, dass Dinge an ihrem Platz sind. Also. Darf ich dir meine Lieblingsschublade? Komm, wir zeigen meine Lieblingsschublade. Das ist meine Lieblingsschublade. Wow! Ich liebe die. Und manchmal komme ich dann, das habe ich jetzt so vorgestern Abend, habe ich gedacht, die muss mal wieder ausgemistet werden. Das meinst du mit Schubladen etikettieren? Ja. Das hier so die, dann komme ich so her, dann gucke ich, welche Lebensmittel kann ich jetzt ganz aufbrauchen, mache so Resteverwertung. Und dann fülle ich sie neu auf. Das hat keine Beschriftung. Dann, dann, dann. Oh mein Gott, das hat keine Beschriftung. Wie sieht's denn hier aus im Saustall? Das gibt's ja. Mensch, Sally.
Hier ist auch dein Raum, wenn du möchtest, zeige ich dir auch gerne dein Zimmer. Oh ja, sehr, sehr gerne, sehr gerne. Zimmer und Badezimmer. Habe ich so ein eigenes Badezimmer? Hast du sogar ein eigenes Badezimmer. Also war sehr nett. Toll. Hier ist dein Zimmer. Und, aber guck, hier kann jetzt hier jeder reingucken, wenn ich da hier... Eigentlich nicht, weil ja das Gebäude auch zu uns gehört. Hast du hier so Paparazzi auch, wenn du bist sauber? Paparazzi nicht. Oder Fans, die dann... Fans, ja. Ja, das ist so die... Ich meine, jetzt weiß halt auch jeder, wo wir wohnen, weil Vakuum so nicht groß ist. Und anfangs wusste man es nicht, da war die Firma noch nicht hier umgemeldet. Und dann gingen Zuschauer aber irgendwie zum einzigen Dönerladen hier im Ort. Und dann wohnt dann eigentlich die Sally. Und dann sagt er, ach, die beliefere ich immer. Du, die wohnt da hinten im Industriegebiet. Und... Da muss ich sagen, ich bin echt ein offener Mensch. Jeder darf mich jederzeit auf der Straße, auf dem Spielplatz, beim Essen, egal wo, ansprechen. Ich bin da immer ganz nett zu jedem, ach, bei mir zu Hause nicht. Nee. Also da bin ich trotzdem nett, aber da... Aber ich rufe nett die Polizei. Ja, ich lasse da dann niemanden rein und ich mache auch keine Fotos draußen vor der Tür, weil ich einfach sage, ich stehe auch nicht bei euch vor der Tür. Und da muss man schon die Privatsphäre so ein bisschen, da muss man es echt dabei belassen. Ich finde, das geht gar nicht. Nee, weil ich schütze ja auch meine Kinder. Ich meine, klar, ich zeige meine Kinder vor der Kamera, aber ich und meine Kinder entscheiden, was wir zeigen. Aber creepy wurde es noch nicht? Zur Bauphase mal, ja, da wurde es schon mal creepy. Da hatten wir einen, der dann auch tatsächlich die Baustelle immer begutachtet hat, durch alle Räume gelaufen ist. Und da mussten wir dann auch sagen, wenn das nicht aufhört, müssen wir uns halt echt der Polizei melden. Aber der kam dann nicht mehr. Da war es creepy. Vielleicht ist er noch hier. Hast du die Serie The Watcher gesehen? Oh nein, sag das. Nein. Ich lese mega gerne Psychothriller. Ja. Die sind halt fiktiv. Ja. Nein, der ist nicht hier. Ach ja. Gehen wir hier mal raus. Und jetzt mit den Hausschuhen raus? Eigentlich, nee. Eigentlich müssten wir uns jetzt noch unsere Schuhe schnappen. Oh, das, weißt du was, das Mockige lässt es nicht zu, bitte. Dann machen wir es doch so. Wir gehen nach vorne, ziehen die Schuhe an, gehen raus. Können wir noch einen Spaziergang machen? Sehr gute Idee. Das machen wir. Zeig mal Waghäusel. Ja, Waghäusel. Zumindest das, wo man fußläufig hinkommt. Eben zum Kran, zum Betonmischer. Ja. Und irgendwas mit Bitumen. Ja. Komm, dann holen wir Jacke, Schuhe, schön raus. Kein Kran und kein Betonmischer, sondern ein ziemlich schönes Jagdschlösschen, die Eremitage in Waghäusel. Was ich aber weiß, ist, dass tatsächlich viele Leute hier so heiraten. Ja. Ne, das ist so die Hauptlieblingsstätte zum sich vermählen. Ja. Aber ihr habt nicht hier geheiratet. Damals gab es das noch nicht. Ihr habt noch geheiratet, also der Murat und du, ja, bevor du Abi gemacht hast. Ne? Genau. Wir haben uns kennengelernt. Da war ich gerade in den Abi-Vorbereitungen und wir haben einen Sponsor gesucht für eine Abi-Party. Und meine Cousine sagte, du, da vorne, da ist eine Videothek in Kirlach, hier in Waghäusel. Geh doch da mal dahin, die haben bestimmt was. Und wir wussten aber nicht, dass die dem Murat gehört. Der hatte zu der Zeit eine Wäscherei in Karlsruhe und hatte die so hobbymäßig, die Videothek. Und dann bin ich da rein, habe nach Sponsoren gefragt und gesucht. Und dann war es, glaube ich, lieber auf den ersten Blick. Von beiden? Vielleicht, ja. Also ja. Von ihm auf jeden Fall? Ja, und von mir auch tatsächlich. Ich bin da rein und habe mich mit ihm unterhalten und dachte mir, ich war damals mit meiner Schulfreundin Sarah dort und dann sind wir raus und hab schon gemerkt, der war flirty drauf, gell? Also es ging nicht nur ums Geschäft, die ganze Zeit meinte, du gib mir mal deine Handynummer. Ja. Und dann, ich habe da noch andere Kontakte, reden konnte schon immer. Und dann sind wir raus und dann sagt sie, der hat dich schon angeflirtet. Dann habe ich gesagt, ja, ich meine, hübsch ist er ja, gell? Aber ein bisschen klein. Und er hat das Gleiche zu seinem Mitarbeiter damals und meinte so, das ist echt eine Hübsche, aber echt groß. Ja, und dann haben wir uns doch irgendwann getroffen und sind beim ersten Date gleich zusammengekommen. Da war richtig gleich mit Küsschen und so. Ja. Ach Gott. Ging schnell. Aber die, also das ist ja das eine, das kann man ja so, kennt man ja vielleicht, dass man sich schnell verliebt und so. Aber dann gleich zu sagen, das ist die, beziehungsweise das ist der Richtige fürs Leben, das ist ja schon eine Entscheidung. Aber ich gesagt, nee, also jetzt will ich halt schon heiraten. Entweder vor dem Studium oder danach, mittendrin, wollte ich dann nicht. Und dann hat der Murat gesagt, dann lieber davor. Und danach willst du vielleicht nicht mehr. Ach sehr gut, gleich mal schön, bevor sie sich umentscheidet. Ja, Nägel mit Köpfen gemacht und dann haben wir, das war Oktober, im Januar haben wir quasi uns ein bisschen verlobt, weil im Türkischen macht man so ein bisschen eine kleine Feier und im Juni haben wir geheiratet. Und hat es bei den Eltern eigentlich sozusagen, hatte er mehr ein Stein im Brett, weil er Türke ist, weil er türkische Wurzeln hat? Ich denke schon, da ist mein Papa heute offener
Aber trotzdem war es ihm, denke ich, lieber, dass der Murat halt ein Türk war. Ja. Wobei ich sagen muss, so ein Türk, so ein ganz traditioneller, so ein wie mein Papa zum Beispiel, hätte ich nicht geheiratet. Also ich war eher so mit den Gedanken, ha, wäre cool, wenn es passt, weil du deinen Papa nicht enttäuschst, aber eigentlich so einen richtig typischen Türken, wie jetzt ich in der Familie gelebt habe, habe ich immer gesagt, irgendwie glaube ich, wäre das nichts für mich. Und der Murat ist schon mehr schwarz als Türk. Ja, das stimmt. Ja. Das ist natürlich der viel größere, also der eigentliche Culture Clash ist ja, dass du eine Badenerin bist und er ein Schwabe. Ja, das ist tatsächlich die schwierigere Situation gewesen. Ja. Und ich habe gesagt, wenn wir das tun, wir bleiben in Baden und du passt dich unserer Sprache an. Also er ist integriert. Er ist integriert. Ja. Nicht ganz, aber ich dulde ihn hier. Ja, okay. Ja, aber ich war halt, weißt du, in meiner Jugend, man versucht sich ja immer so zu finden. Und dann überlegt man sich, bin ich Türkin, bin ich Deutsche, ich bin hier geboren, was bin ich eigentlich? Und dann habe ich immer gesagt, ich will das typisch Türkische nicht mehr. Und tatsächlich hat das aber dann dazu geführt, dass ich den Murat kennengelernt habe, ihn geheiratet habe und ihn der türkischen Tradition noch näher hingeführt habe, weil er das zu Hause gar nicht mehr so gelebt hat, weil seine Eltern nur arbeiten waren. Und so dieses Kulturelle, die Tradition gar nicht so an ihn weitergeben konnte. Er konnte kein Türkisch. Ich habe es ihm beigebracht. So. Und jetzt sind wir irgendwie so, jetzt bin ich da und kann sagen, cool, ich bin in Deutschland geboren, habe türkische Wurzeln und ich liebe beides. Und wachsen die Kinder auch zweisprachig? Ja. Das ist toll. Perfekt türkisch, perfekt deutsch und perfekt badisch. Mir fällt übrigens ein, ich habe von dieser Linsertorte noch gar nichts, also ich meine, ich möchte jetzt nicht anklagend wirken, aber da gab es so eine Linsertorte und ein Versprechen darauf. Und jetzt sind wir hier auch schön, aber Linsertorte. Zum Nachtisch? So. Zum Nachtessen? Essen? Ja. Essen wäre an sich gut. Mhm. Isst du gerne türkisch? Ich esse, oh ja, ich liebe türkisch. Okay. Ja. Kann später was Türkisches kochen. Ja, voll gerne. Ja, Hallöchen. Ja. Hallöchen. Alles gut? So, hier sind wir drei. Ja, da ist noch ein Kind. Sind wir hier ein bisschen zu viel Badener, sind wir zu viel in der Küche. Ja, das muss man doch mal sagen. Der Murat nämlich ist nämlich ein Schwab. Ja, aus Balingen. Aus Balingen. Was gibt's denn, Pierre? Es gibt heute russischen Reis. Türkischen Reis. Russischen Reis, Entschuldigung. Russischen Reis. Mein Gott, du darfst das Wort noch nicht mehr erwähnen. Ich weiß gar nicht, wo das jetzt herkommt. Mein Gott, hey. Wegen der Alliteration. Ja, so ist es. Es gibt türkischen Tee. Türkischen Tee und es gibt türkischen Reis mit, was machst du da, was ist das? Das ist Köfte. Köfte? Ja, Suluköfte nennt sich das. Wie? Suluköfte. Das heißt wässriges Köfte, also wässrige Fleischbällchen sozusagen. Klingt eigentlich gar nicht so lecker, aber doch, ist echt ganz gut. Weil es in so einem Eintopf. Schau so. Die haben es halt voll drauf, die haben es von ihrer Oma auch schon, wenn sie mit Oma ganz, ganz oft kochen. Ja, ihr seid sowieso, hallo erstmal, wer ist eigentlich wer? Ich bin Pierre. Samira. Hallo Samira, wer bist du? und ihr seid ja auch schon, also quasi, ja, ihr seid jetzt auch schon so ein bisschen berühmt, ne? Weil ihr ja so in den Videos auch mitwirkt. Ja. Aber ihr habt ja das noch nicht gleich am Anfang so gemacht. Du bist ja erst später sozusagen eingestiegen, kann man sagen. Ja, du warst am Anfang auch gar nicht im Ordnung. Nee, war es ja in den Videos. Ich komme aus der Baubranche. Für mich war das was, die macht Internet und macht das, ach Gott, Internet. Ich hab bis vor 5 Jahren, glaube ich. Erzähl ruhig, wie du mich am Anfang ausgelacht. Ich komme aus der Baubranche. Gehindert hast, wie du es sagst. Aha, ja, aber gehindert hat. Nein, nicht, ja, was heißt gehindert? Förderer. Er wollte mich hier nicht. Das Problem ist, guck mal, es gibt einen riesen Unterschied zwischen Kochen und Backen. Okay? Also jeder kocht für sich selber und Backen macht man nur für andere. Und das Problem war, wir waren beide in der Ausbildung, im Studium und wir haben Wohngeld bekommen. Wir haben richtig Wohngeld bekommen und wir haben nicht viel Geld gehabt. Und Backen war für mich absolut Luxus. Und sie hat halt so viel gebacken, ich habe gesagt, Schatz, hör auf, ich habe kein Geld dafür. Ich habe es für die ganze Nachbarschaft gebacken. Die wurden schon alle adipös, haben die Türen schon nicht mehr aufgemacht und die einfach weitergebacken. Ich habe gesagt, hör auf damit und sie hat es heimlich weitergemacht. Und irgendwann habe ich gemerkt, du kannst die Frau einfach nicht mehr aufhalten. Dann habe ich gesagt, wenn sie nicht aufgehalten hat, komm, dann unterstütze ich sie einfach. Und das hat wirklich lange gedauert. Sag mal, aber Samira, das ist ja wirklich, also du könntest doch das, was die Mama macht, eigentlich auch mal machen. Würdest du sowas machen wollen? Eigentlich schon, aber ich möchte eher Polizistin werden. Du willst Polizistin werden? Ja. Ich hab's ja cool. Ella, was möchtest du mal werden, wenn du groß bist? Sag's mal. Weiß ich doch nicht. Du wolltest doch was machen? Steuerberater wolltest du werden. Ja, Steuersekretärin. Ja. Steuersekretärin war der. Nein, du wirst nicht Steuerberaterin.
Und das ist auch gut für die Familie, für das Unternehmen. Ja. Das, ja, dann bist du weiterhin an Finanzen interessiert? Ja. Ja? Dann verdiene ich nämlich richtig viel Geld. Ja. Ja, aber es kommt darauf nicht an. Papa, wie hast du das geschnitten? Ja, ja, Schatz, ihr macht die Würfel ruhig größer. Ja. So 2 Zentimeter. Weißt du, ich traue mir jetzt gerade in der Küche gar nichts mehr zu machen. Ja, sonst kommen die Kinder und sagen, Papa, hör auf damit. Es ist wirklich. Jetzt dabei kann ich kochen. Ja, schon, ne? Ja, aber er macht einfach nur Spiegelei. Hat er für dich schon gekocht? Ja, einmal. Was hat er? Einmal? Ja. Irgendjemand klingelt gerade. Nee, das Radio ist angegangen. Also Radio. Du kannst mit dieser Arbeitsplatte das ganze Haus steuern. Ist das so ein Smart Home? Ja, guck mal, du gehst hier drauf. Das ist ja unheimlich. Deswegen dachte ich, das hat bestimmt noch irgendjemand gesehen. Kannst du noch mal ein bisschen schreiben? Das ist schon ein komischer Sender. Das war SWR3. Oh, dann habe ich nichts gesagt. SWR3. Im Haus. Du tippst da auf die, okay. Ja. Ich komme mir gerade vor, als würde ich aus der Vergangenheit kommen. Sag das jetzt zum Tisch. Und ich sage das aus vollem Herzen. Und ich bringe auch alles. Magst du probieren? Nee. Nee, ich probiere lieber. Du? Wolltest du mich gerade küssen? Ja. Nee, mach das nicht. Ist dir peinlich, gell, wenn es deine Mama sieht? Ja, wenn meine Mutter das sehen würde. Das ist. Wieso, was hast du gemacht? Meine Mutter ist so richtig. Die ist so. Die ist vom alten Schlag, weißt du? Meine Mutter ist so, Frau gehört in die Küche. Und soll kochen und backen. Und der Mann ist der King. Ja. Und die kommt einmal im Jahr uns besuchen. Und die ist schon ein bisschen älter, weißt du? Und dann sage ich zu Sally immer, weißt du, Sally, meine Mutter kommt jetzt. Tut mir jetzt einen Gefallen. Die kommt nur einmal im Jahr. Weißt du, brechen mir ihr Herz nicht. Die soll einfach dieses Leben leben, das alles normal ist. Ach, ihr spielt es dann vor? Ja, ganz schlimmer Tag. Das heißt, ein Kopftuch? Ja, nee, ohne Kopftuch. Aber ganz schlimmer Tag. Ich feiere dann, das ist für mich wie Weihnachten, Geburtstag und alles zusammen. Da hocke ich einfach nur auf dem Sofa und sage dann einfach, Frau, ich sag nicht mal, Schatz oder sowas. Du sagst nicht Frau, du sagst Weib. Ja, Weib. Also auf Türkisch, weil es sind halt so richtig so Dorfsprache und da sagen die halt immer Weib. Und als ich das erste Mal gehört habe, da bin ich aus allen Wolken gefallen und habe gesagt, geht's noch? Und heute weiß ich, sie ist halt alt und alte Bäume. Ach, die sagen, das ist gar nicht ironisch, sondern du sagst dann wirklich, um ihr den Eindruck zu machen. Und ich sag dann meistens meine Mutter da noch hier auf dem Sofa, wie der King, und dann sage ich zu Sally, Weib, bring mir das Wasser, bring mir Tee, mach. Und dann sage ich auch noch, ich sag aber nicht, bring mir's, ich sag, bring mir's, aber mach schnell. Oh, sympathisch. Boah. Und dann, aber dann sagt die schon so, hör auf oder ich lasse alles auffliegen. Ja. Aber mittlerweile glaubst du das auch nicht mehr. Ja. Mittlerweile weißt du, was wir machen. Und das Krasse ist, die wusste auch gar nicht, ich kann meiner Mutter nicht mehr erklären, was YouTube, was Social Media ist. Ja. Sie wird sich verstehen. Genau, wissen die denn überhaupt, was ihr hier macht? Nein, meine Mutter versteht es nicht. Und dann habe ich zu meiner Mutter gesagt, Sohn, was machst du eigentlich? Ich kann nicht sagen, dass ich für meine Frau arbeite. Das wär doch... Gott, die würde ja ausflippen. Ich sage, ich arbeite bei der Post. Und das finden sie ehrenhaft. Die sagt dann, ja, das ist was Tolles. Du hast erfunden, dass du bei der Post arbeitest. Ja. Dann sagt sie zu mir, ja, was ist, wenn es regnet? Mama, wenn es regnet, dann gehe ich, dann tue ich auch. Und dann sagt sie, Sohn, das ist was Ehrliches, das ist gut. Aber sie sieht schon, was für ein Haus ihr habt, was für Autos ihr fahrt. Gott, und welchen Luxus und so. Pass auf, aber Autos, bei der Post scheint es gut zu laufen. So, dann bitte, Murat. Ja, bitteschön. Einmal bitte alles an den Tisch, ja? So, Kerl. Kerl, bitte. Kerl, räum deine Socken auf. Wo wird das ausgestrahlt? Überall. Ja, okay, dann will ich, dass meine Mutter das nicht sieht. Nee, deine Mutter kriegt gar Schöpfkelle, Löffel. Hat ja bestimmt kein Fernsehen. Vielen Dank für das Essen übrigens. Gerne. Ich bin total gerne, ich bin total begeistert, meine ich, Gast sein zu dürfen. So. Guten Appetit. Ich hab hier, ist noch Chiliöl, wenn jemand möchte. Püppchen. Mama. Die Lara fährt nach Mexiko. Können wir mit denen gehen? Jetzt noch? In den Ferien. Ach so. Wir dürfen es nicht. Wir können ja mal einen mexikanischen Abend machen. Weißt du, ich sag zu den Kindern auch immer, dass es wichtig ist, dass sie wie der Vater einfach richtig heiraten. Das ist das Wichtige. Deine Mutter wäre auch der Meinung. Meine Mutter muss einfach richtig heiraten. Müssen wir überhaupt heiraten? Das ist eine sehr gute Frage. Schatz, wenn du die technischen Geräte zu Hause hast, kochen, backen, putzen, das erledigt sich alles von alleine, dann musst du heutzutage nicht mehr heiraten. Aha, das hast du mir aber nicht gesagt. Es gibt sogar einen Mähroboter. Ja. Ja, mach ich. Lieber hole ich mir einen Hund oder eine Katze. Ja, also morgen, Ella geht zur Schule, Samira auch. Wir können dann in Ruhe frühstücken. Du könntest doch mal die Kinder in die Schule bringen. Ja, könnte ich ja, Mann. Pia Krause bringt dich zur Schule. Jetzt hast du es geschafft, gell? Ja. Ja.
Aber Mama, würdest du das wollen, dass ich zur Schule bringe? Ja, klar. Ah, Mama, Mist. Er steht doch aber nicht in meiner Kernzeitliste. So. Du kannst sie gar nicht. Es gibt ja Menschen, die sie bringen und abholen dürfen. Da stehst du leider nicht mehr drauf. Ich werde natürlich gerne gemacht, aber ich stehe nicht in der Kernzeitliste. Ihr geht jetzt gleich ins Bett. Nein, weißt du? Doch. Weißt du? Ihr geht ins Bett. Und Zähne putzen? Ja, und der Pierre tut jetzt auch die Zähne putzen, dann geht er auch ins Bett. Jeder putzt aber seine eigenen Zähne. Mit der eigenen Zahnbürste. Mit der eigenen Zahnbürste. Ich habe eine mitgebracht. Mhm. Ah, gut. Wirklich? Ja. Darf ich den heute Nacht mit ins Bett nehmen? Ja. Auch. Und Wuschel. Oh. Du darfst Wuschel mit ins Bett nehmen. Ach, Wuschel? Wer ist denn Wuschel? Oh. Ja. Wir haben doch noch zwei Katzen. Können wir die zwei Katzen die kommen auch sowieso noch zum Pieren? Oh, die Katzen sind nicht stört. Na, überhaupt nicht. Ich liebe Katzen. Ja. Super. Ella hat auch Schlafmaske. Du hast schon eine Schlafmaske? Ja. Nee, normalerweise ist meine Schlafmaske ein Glas Primitivo, aber wir sind ja hier in einem alkoholfreien Haushalt. Deswegen versuche ich, bin müde genug. Vielen Dank. Ja. So, Ihr seid lieb. Gute Nacht, Pierre. Gute Nacht, Pierre. Gute Nacht, ihr beiden. Guten Morgen. Gut geschlafen? Ja, sehr, sehr gut, vielen Dank. Ich hätte ja die Katze noch reingelassen, aber... Kam sie noch rein oder nicht? Tür war zu. Morgen. Guten Morgen. Pass mal, wie du... Also wirklich, du siehst wirklich so aus, ne? Du bist um 6 Uhr wach und siehst so aus. Das ist unfassbar. Das soll ein Kompliment gewesen sein. Danke, Ein übermüdetes. Dankeschön. Mein schlechtes Gewissen treibt mich an. Was passiert hier, Sally? So, wir haben gestern Abend noch, als du dich fürs Bett fertig gemacht hast, alles aufgeräumt. Es geht immer ganz schnell. Ja, ich wollte helfen, aber dann habe ich mich verlaufen in dem großen Haus. Ja, ne? Dann warst du einfach weg. Und die Tür ging automatisch zu, weil es so ein Smart Home. Aber die Katze hat dich gesucht. Ja, wirklich? Ich hätte so gerne mit der Katze gespust. Ja, die muss man nur reinlassen. Manchmal sind sie zu leise, dann hört man die nicht. Oh. Dann das nächste Mal. So höfliche Katze. Ja. Guck mal, wenn du möchtest, kannst du da gerne rühren. Rühre ich? Was rühre ich denn da? Das ist eine Käsecreme. Ich weiß nicht so, bist du der süße oder der herzhafte Frühstücker? Beides. Ja? Perfekt, ich auch. Ich hab's jetzt schon verkackt. Alles gut. Wo ist denn ein Lumbe, wie wir hier sagen? Ein Lumbe. Ist das ein Lumbe da? Ja, den darfst du nehmen. So. Beides. Ich finde ja gut die Reihenfolge herzhaft und dann süß. Ja, ich mache sogar gern durcheinander. Ich esse gerne ganz viele Dinge durcheinander. So Oliven, Marmelade. Wir verstehen uns. Mhm. Oder Schokocreme mit Käse drauf. Sehr, sehr gut. Oder Salami drauf, das ist auch gut. Das hört sich echt komisch an. Das hört sich wirklich komisch an. Ja, aber es schmeckt wirklich. Nein, glaube ich nicht. Das ist progressive, finde ich. Ja. Sag mal, ist das ein normales Frühstück bei dir jetzt hier? Oder ist das... das ist jetzt so unser Wochenendfrühstück. Zur Feier des Tages, dass du da bist. Das ist schön. Ich bin dein Wochenende. Ja. Wenn du möchtest, komme ich öfter. Ja, gern. Also wenn es das bedeutet, dass es nicht so weit? Frühstück gibt? Ja. Mhm. Ja, total. Ich kann mit dem Fahrrad hierher fahren. Samstag, sonntags haben wir immer gutes Frühstück. Ja, sehr gut. Dann komme ich. Da freust du dich bestimmt, wenn du dann den einzigen Tag, wo du alleine mit der Familie sein kannst, noch Besuch von mir ganz bekommst. Ganz genau. Und? Hm? Schmeckt's dir? Das ist sehr lecker, ja. Gut. Das ist ein sehr leckerer Schaber. Das ist ein Schabernack. Schabersnack. Ach, ist der Murat ist gar nicht mit? Du, ich weiß gar nicht, wo der ist. Ist er schon im Garten? Oder wahrscheinlich. So. Sieht auch wieder auch so
wie in so einem Magazin halt aus. Ist halt doch immer alles, egal was wir machen, immer so ein bisschen internettauglich. Ja. Wir haben es uns angewöhnt, alles, was wir anrichten, dann immer hübsch anzurichten. Instagrammabel. Ja, Instagrammabel. Hast du eigentlich schlafen können, als Ella hier unten? Ich schlafe immer, in der ersten Nacht, wenn ich irgendwo schlafe, immer nicht so gut. Ja. Aber das liegt überhaupt nicht daran, weil es ist ja super ruhig. Ja. Es ist extrem ruhig. Es ist, ne? Mucksmäuschenstelle hier nachts. Wäre es arg unverschämt, wenn ich so ein Stück Zitronenkuchen jetzt einfordere? Der ist doch für dich. Schwupps, war rein offen, ne? Guck mal, das ist, Leute, echt hier. Das ist doch... Ich bin der Überzeugung, wenn wir jetzt hier alles abdunkeln würden, würde dieser Kuchen leuchten. Der wird strahlen, ja. Gleich strahlen. Das liegt nicht am Kernkraftwerk, was wir hier bis vor kurzem hatten. Stimmt, deswegen habt ihr so gute Tomaten. Ja, wir hatten sogar. Und das sind die Cherry-Tomaten. Ja. Ja. Und es ist Glitzer drauf. Ja. Ist das essbarer Glitzer oder sind das so klein geriebene Glasscheiben? Glitzerpuderzucker. Super. Und gibt es eigentlich bei dir so einen Sonntag, wo man die Jogginghose nicht verlässt, ungeschminkt ist, das Handy vielleicht auch nicht anfasst und einfach nur den ganzen Tag so nichts tut? Ja. Mhm. Hatte ich lange nicht mehr. Aber irgendwie hat man das schon so in sich drin, so 24/7 immer doch alles mit begleiten zu müssen. Selbst das Chillen wäre dann eine Story. Genau. Ne? So, hey, heute mal einen Lazy Sonntag auf der Couch. Da und dann ist es aber kein Chillen mehr. Genau, da muss ich mich zwingen. Und wenn ich dann herkomme und sage, mit den Kindern, wir basteln jetzt hier, wir machen Karten, wir machen irgendwie Acrylmalerei, ist das mega entspannt. Ich lieb's. Aber selbst da habe ich immer im Kopf, oh, das ist auch Content und es könnte echt cool sein. Es ist auch toller Content. Aber da muss ich immer unterscheiden zwischen, will ich es jetzt machen als Content oder belasse ich es jetzt halt einfach mal dabei? Weil es halt eigentlich schon schön ist dann, auch wenn man sich dann dabei zuschaut, wie so ein Bild entsteht. Aber wann belasse ich es dabei und wann ist es eben doch wieder cooler Content? Das ist schon schwierig, da dann abzuschalten. Also ich persönlich bin der Überzeugung, man muss auch Langeweile haben. Ja, das muss ich wieder lernen. Das muss ich wirklich wieder lernen. Das weiß ich echt nicht mehr, wie das geht. Weil ich auch sonntags dann immer so, okay, was machen wir jetzt, was tun wir jetzt? Aber so dieses Langeweile haben, das habe ich nicht. Ich gehe dann raus in den Garten, gehe zu meinen Eltern in den Schrebergarten. Das ist so, aber es ist auch keine Langeweile, es ist dann auch wieder was tun. Da musst du wieder was machen, ne? Wobei das schön ist. Also Gartenarbeit ist ja auch irgendwie was total Befriedigendes. Ja. So, da wollten wir hin zum Schrebergarten. Ja, ne? Machen wir das gleich nach dem Frühstück. Sehr gern. So ein Spaziergang danach. Ja, voll gut. Ist mal gut, ne? Voll gerne. Können wir jetzt noch richtig reinhauen. Ja, also ich, ehrlich gesagt, ich hätte auch ohne Spaziergang reingehauen. Ich auch. So habe ich mir Waghäusel übrigens auch vorgestellt. Ja, so, ne? Ja, so. Menschenleer, viel Feld. Natur auch, natürlich. Ja, wir haben viel, viel Natur. Aber das ist für dich auch jetzt hier Kindheit, ne? Ja, ich habe hier meine komplette Kindheit verbracht. Wir wohnen oder wohnten Luftlinie hier so 100 Meter. Ja. Da hinten bei den drei Hochhäusern. Auch mit Murat dann. Und ihr habt also bei den Eltern dann unten drunter gewohnt sozusagen, genau. Ne? Genau, ich fand es anfangs ganz cool. Und dann dachte ich so, irgendwann sollte man vielleicht mal echt weg von den Eltern. Und das hat ja auch nichts damit zu tun, dass man sie nicht liebt. Nicht, überhaupt nein. Nicht. Sie sind immer noch da. Genau. Ja, und hier ist unser Garten. Und dann, ach schön. Und die bauen hier alles an. Meine Eltern, die kennen jede Pflanze, die kennen hier jedes Unkraut. Also Papa, ich kann es dir jetzt schon versprechen, der kommt gleich mit allen möglichen Lebensmitteln und sagt, hier ist, das ist Medizin, das ist Medizin. Ich hoffe, du hast noch ein bisschen Hunger. Das ist Medizin. Alles ist Medizin. Es ist nicht der Garten, in dem man sich ausruht. Es ist nicht der Chillgarten, sondern es ist ein Nutzgarten. Ne? Ja. Ich habe mir immer gewünscht, dass wir hier so einen Grill aufstellen. Ja. Irgendwie Outdoor-Küche, schöne Möbel, mal dekorieren. Aber das wollen die nicht. Die wollen hier einfach arbeiten. Hallo, Baba. Hallo. Kolai Gelsin. So, Hoshialdings. Hosh Bulldog. Hallo. Zuerst die Dame. Ja. Das ist meine Mama. Hallo, Pierre. Hallo. Hallo. Hallo, Anne. Hallo. Hallo. Ja, hallo. Guck mal, die haben es geschafft. Ja. Sehr gut. Ella. Hi. Was passiert?
Ah, Ella arbeitet. Ella ist auch da. Egal wo sie ist, immer gibt es was zu tun. Ja. Ella ist fleißig. Brauchst du immer was gemacht? Auch mit Werkzeug. Sehr gut. Dabei. Ich baue ein Schild für mein Haus. Ah, sehr gut, damit man weiß, welches Haus deins ist. Sehr, sehr clever. Und sind Sie, die Frage ist ja eigentlich, übrigens sicher eigentlich, aber Sie sind schon stolz auf Sie, oder? Was Sie so geleistet haben. Natürlich, ja. Und wie war das damals? Weil sie hat ja einen sicheren Job sozusagen gehabt erstmal. Sie war Lehrerin. Und dann kommt plötzlich dieses YouTube, dieses Internet. Und dann entscheidet sie sich, das hauptberuflich zu machen. Was haben Sie da gedacht? Haben Sie da gedacht, oh Gott, ja, jetzt... Für mich war es okay, aber für Papa war es Enttäuschung. Ja, war Enttäuschung? Sehr nett, schön, Mischung. O zaman öğretmen liye bıraktığımda da çok üzüldüm. Ach Gott, ach Gott. Aber jetzt können Sie stolz sein, weil sie mutig war und das durchgezogen hat. Ja, ja, natürlich. Ja. Und ich sage jetzt immer, jetzt bin ich die Lehrerin für alle. Ja. Nicht nur in der Klasse. Ja. Und das macht sie toll. Und sie ist ein tolles Vorbild. Aber du musst aufpassen, Ella. So. Und sie hat zwei tolle Kinder. Schneiden. Ja, du hast eine Säge mit. Mach, ja, gut. Hier stehen eh genug Bäume. Säg einen ab. Das liebe ich hier. Die Kinder können machen, was sie wollen. Ja, das ist toll. Kinder besser spielen hier. Ist es dort alles Erdapfel, was da so hoch wächst? Ja. Okay. Ja, hier auch. Bei uns. Also bei uns sagt man Erdapfel. Karlsruhe auch, oder? Grumbiere. Nee, es ist Topinambur. Topinambur, ah, ja. Topinambur, ja. Bei uns Erdapfel, aber bei vielen ist Erdapfel Kartoffel. Das ist Topinambur? Ja. Wir kann man roh essen oder kochen. Aber Deutsche machen Schnapse. Schnaps? Ja? Ja, ja. Ja, kenne ich. Macht ihr keinen Schnaps? Okay. Ja. Was macht ihr damit? Wir essen es roh. Roh? Wir können jetzt hier, ja, wir gehen kurz an den Brunnen. Und schälen kann man essen. Das schmeckt wie eine Mischung aus Apfel, Karotte, Kartoffel. Das habe ich noch nie gegessen. Und ist gesund, ne? Sehr gesund. Ist Medizin. Medizin. Sehr gut. Willkommen, die Ella. Soll der Opa dir das mal kurz festhalten? Oder auch sägen. Nee, du kannst sägen und Opa hält das Holz fest. Ha? Sehr gut. Komm, wir helfen dir kurz. Ja. Guck mal hier, die Mutter ist hier auch. Ella, seit wann hast du dieses Haus? Habt ihr das dieses Jahr gebaut, gell? Letztes Jahr angefangen und dann immer wieder verfeinert. Vorgarten kam dieses Jahr dazu, immer wenn es halt dann die Finanzen zulassen. Ja. So ein bisschen weiter ausbauen. Genau. Genau, einfach mit der hellen Jacke. Das ist eine gute Idee. Ja, ja. Schleifjacke. Ja, jo, so wie Opa ihre. Cool. Was kommt jetzt drauf? Ich weiß nicht, was kommt jetzt drauf. Ella. Ella. Sehr gut. Aber machen Sie denn auch mal was für sich? Also, was ein bisschen Entspannendes und so. Da belohnen Sie sich denn auch regelmäßig, weil Sie arbeiten doch so viel. Ich stricke. Sie stricken, das ist schön. Ja. Aber Papa strickt die besten Socken und die besten Handschuhe. Sie stricken? Ja. Handschuhe und Socke. Ah, das ist toll. Ja, der Papa hat in der Türkei ganz lange im Dorf gewohnt. Und dann ist er auch oft mit seinen Ziegen auf dem Berg und hat dort auch mit denen geschlafen. Mit den ganzen Tieren, mit der Herde. Hat auf die aufgepasst, die Ziegen haben auf ihn aufgepasst. Und dann hat er da immer mit der Wolle und mit den Schafen und mit allem, eben Garn haben sie gemacht, gestrickt und alles. Ach, was? Ja, ja. Deswegen sind sie halt so von Natur verbunden, meine Eltern. Das ist vor allem, das heißt ganz alleine auch unter freiem Himmel mit der Ziegenherde und so. Da war er 7, 8 Jahre alt, hat er alleine auf dem Berg geschlafen. Als Kind? Ja, als Kind hat er das gemacht. Ach, krass. Um die Eltern zu unterstützen. Ja, ja. Ach, was? Da war er so alt wie Ella und hat einfach im Wald auf dem Berg einfach geschlafen. Das ist ja unfassbar. Mhm. Ich wasche mal noch das Messer. Ja, ist voll lecker. Du darfst es probieren. Dann ist das jetzt deine Premiere, Ella. Echt? Hast du nicht probiert bei Oma? Schmeckt wie so eine Karotte ohne Geschmack. Ist gut. Sie sind mild. Ich würde sagen, Mama, Papa, wir lassen Ella bei euch, die ist ja eh bei euch. Und wir fahren noch weiter nach Karlsruhe, okay? Mhm. Wir sind zum Sally-Mobil, sind wir jetzt, ne? Ja.
Fahrer von dir, den wir hier grüßen, herzlich, den wir nicht sehen, aber wir grüßen dich und danken dir, dass du uns fährst. Und wir sind gebrandet, das heißt, außen steht Sallys Welt drauf. Wir sitzen, glaube ich, gerade im anderen, gell? Wir sind jetzt ohne Brand, weil wir dachten, da haben wir es etwas einfacher in der Stadt. Ja. Ansonsten, wenn wir jetzt posten, wir gehen nach Karlsruhe und dann sind wir noch im Sally Mobil, ist die Schlange vielleicht noch länger bei Kebabi. Ja. Das ist so ein bisschen, heute sind wir undercover unterwegs. Das würdest du wirklich, wenn du jetzt sagen würdest, du gehst irgendwo hin, würden da wahrscheinlich Leute tatsächlich danach kommen. Mhm. Wahnsinn. Du hast ja massenweise Angebote vom Fernsehen bekommen, weil natürlich Kochsendungen ja immer, einfach immer noch laufen und erfolgsversprechend sind. Aber du hast gesagt, nö, entweder unter meinen Bedingungen oder nicht. Ganz genau, weil ich mich da nicht irgendwo reinzwängen lassen wollte, was ich nicht möchte. Was wäre das gewesen? Also es waren zum Beispiel verschiedene Angebote wie, komm nach Köln oder München, wir bauen da ein Filmstudio, da kannst du dann kochen und backen und wir können Challenges machen. Und es waren auch alles super Fernsehformate, aber eben nicht für mich. Ich habe immer gesagt, ich habe zwei kleine Kinder und ich liebe Waghäusel und ich wohne da, meine Eltern sind da. Ich kann nicht einfach 3, 4, 5 Wochen weg von zu Hause. Wie soll ich das denn machen? Meine Kinder brauchen mich jeden Tag. Und ich will ja auch daheim sein. Das ist nicht mein, also ist nicht mein Leben. Das, es gibt viele Menschen, die machen das, die pendeln gern, die reisen gern von A nach B, aber ich bin einfach gern zu Hause. Und deswegen war dieses Angebot nichts für mich. Das andere war dann Formate, die nicht zu mir passen, wo es einfach zu sehr um Show geht. Ja. Wo man Essen gar nicht mehr so im Mittelpunkt hat, sondern vielmehr die Show dahinter. Aber ich finde, Kochen muss Spaß machen und sollte nicht immer eine Challenge sein. Man kann ja auch viel rüberbringen und vielleicht wäre es ja auch mal cooler, ein Format zu machen, wo man ein bisschen mehr Hintergrundwissen, ein bisschen mehr Thema Lebensmittel und ein bisschen mehr, keine Ahnung, Welt und Umwelt mit reinbringt, als jedes Mal, wer gewinnt und wer kocht besser. Genau, es geht gar nicht ums Essen. Ne? Nee, es bringt ja auch die Gesellschaft nicht weiter, wenn ich weiß, dass der Hans besser kocht als der Harald. Ja. Es bringt vielleicht die Menschheit ein bisschen weiter, wenn man ein bisschen mehr den Blick dahinter wirft und schaut, wie könnten wir alle gemeinsam uns besser ernähren und vielleicht auch die Welt ein Stück weit besser machen. Ja, so, liebes Fernsehen, mach doch mal. Mach doch mal. Macht halt mal, ja. Ich glaube, wir sind jetzt auch gleich da. Ja. In Karlsruhe. Daheim. Das ist mein schöner Döner. Ist schon lange her, dass ich einen Döner gegessen habe und dabei nüchtern war. Ja? Ja. Ich freue mich so drauf. Eher nachts um 3 dann? Das ist der beste Döner. Mhm. Da schmeckt auch der räudige. Karlsruhe, wir kommen. Mir kummert, wir sind auf dem Weg. Karlsruhe ist im Grunde wie Monaco, nur mit scheiß Wetter und den hässlich. Nicht ganz so schlimm, oder? Nein. So ein paar schöne Fleckchen hat's. Ich wohne ja hier und ich wohne gern hier. Ja. Ich mag's. Es ist so schön unaufgeregt und Karlsruhe hindert einem auf jeden Fall davon abzuheben. Ja, stimmt. Da bleibt man schön auf dem Boden. Absolute Erdung. Hat aber echt schöne Eckchen. Schloss und der Marktplatz ist nicht so, aber hat schon was Schönes. Und wenn man weiß, wo man hingeht, ist hier zum Beispiel, das ist er doch, ne? Das ist er. Und ich glaube, wir haben Glück, es regnet und es sind nicht so viele Menschen da. Ja? Ja. Standst du davor? Nee, gerade schlecht. Entschuldigung. Ja, tut mir leid. Aber ich kann Sie auf einen Döner einladen. Gut. Möchten Sie einen Döner? Ja, Döner. Ja? Ja. Okay, mit allem? Ja. Gut, mach ich. Gerne. Und zu trinken? Cola. Cola? Ja. Ja, mach ich. Sehr gerne. Hallo. 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 Hallöchen. Das ist Pierre. Hallo, Pierre. Frau Spuldock. Große Freude. Schön, Sie sehen. Ja, ebenso. Ich wollte schon immer hier mal essen, aber es ist immer die Schlange so lang. Wir bräuchten aber bitte 3, denn wir haben noch jemanden, den wir gerne einladen würden. Ja, ich habe gerade noch 10 für zu Hause bestellt. Murat hat angerufen und hat gesagt, da er nicht mit konnte, hätte er gern Döner und die Kinder und dann sind noch Freunde da. Jetzt habe ich noch 10 für 10 für Murat zum Mitnehmen. Und Dankeschön. 9 für Murat und 1 für die Kinder. Wo ist denn unser? Ja. Bitteschön. Guten Appetit. Tschüss. Tschüss. Das ist sehr nett. Ich nehme. Mach bitte einen Murat. Ein Murat? Das wäre nett. Perfekt. Und was ist das Spezielle am Murat? Abwarten.
Okay. Bestimmt extra viel Fleisch. Wir haben viel Liebe gemacht. Oh. Dann nehme ich ihn sehr gerne. Ich will gerne den mit Liebe. Das ist der Murat. Das ist der Murat, ja. Er sieht ihm auch ein bisschen ähnlich. Ja. Ja, frisch und knackig. Ja, genau. Und scharf. Ja, und scharf. Es ist halt einfach kein Essen, das man würdevoll essen kann. Ne? Sehr, sehr lecker. Und in der, ganz in der Nähe ist ja auch das Pädagogikum, wo du zur Schule gegangen, also gespielt hast, meine ich. Mhm. Was für Fächer unterrichtest du eigentlich oder könntest du unterrichten? Hauswirtschaft, Deutsch, okay. Englisch. Islamische Theologie habe ich tatsächlich auch studiert, einfach rein aus Interesse. Und unterrichten könnte ich aber alles, weil ich Grund- und Hauptschullehramt studiert habe. Also da macht man so ein paar Hauptfächer, aber am Ende muss man doch oder darf man doch alles unterrichten, auch Mathe und alle anderen Fächer. Wie alt waren die? Was waren das für welche Klasse? Das waren Erstklässler und die habe ich dann bis zur zweiten begleitet. Ja, das war schön. Und ich hatte aber auch Neuntklässler. Aber die haben dich bestimmt geliebt, oder? Die Kinder. Die haben, ja. Mhm. Mhm. Bei den Kleinen hat man es gemerkt, weil sie so kommen und wirklich dich umarmen und mal im Sitzkreis so kuscheln. Die haben ja so ein bisschen mehr so noch das Bedürfnis nach so einer Bezugsperson. Und bei den Großen, bei den coolen Neuntklässlern, da hast du es gemerkt, die zeigen dir jetzt nicht so, dass du eine coole Lehrerin bist. Aber wenn sie kommen und dir Geheimnisse anvertrauen und über Beziehung sprechen und dich so um Rat fragen, was würden sie jetzt tun, wenn sie einen Freund hätten? Und dann wusste ich da auch, das kommt schon ganz gut an. Sally, gleich kommt mein letzter Biss. Aha. Also für heute, weil ich glaube, da habe ich eine Weile von. Ist übrigens recht scharf, was ich gut ja? finde. Ja, ja, der Murat. Deswegen, das ist doch der Murat. Ich habe, glaube ich, einfach zu viel geredet. Deswegen kam ich nicht hinterher. Verstehe, ah, okay. Stimmt, es ist auch viel Fleisch dran. Das ist bei Murat ja auch der Fall. Ja, deswegen, er hat ihn schon an Murat angefasst. Grüße den bitte ganz herzlich, wenn du jetzt mit 10 Döner nach Hause Mach ich. Kommst. Ja, ich hole jetzt gleich noch hier meine Bestellung ab. Es war mir eine große Freude, dich kennenzulernen. Es tut mir leid, dass ich mit vollem Mund rede, aber... Alles gut. Ständig reden ja Leute dann dagegen, mit vollem Mund. Es war so schön mit dir. Vielen Dank für die Gastfreundschaft. War richtig, richtig schön. Ja. Dankeschön für deinen Besuch. Mach's gut. Danke. Tschüss. 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 Warte mal ganz kurz, bevor du ausschaltest. Ich habe da noch eine wichtige Information. Es war eine sehr schöne Folge Krause kommt. Besonders für mich, weil ich bin satt. Und das sind die besten Folgen. Die Folgen, in denen ich satt werde. Es gibt übrigens noch viele, viele andere Folgen. Und die kann man in der ARD-Mediathek schauen, welche die beste Mediathek der ganzen Welt ist. Und natürlich hier bei unserem wunderbaren YouTube-Kanal, dem YouTube-Kanal von Pierre M. Krause. Das bin ich. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und jetzt wünsche ich noch viel Spaß mit all den vielen Videos, die man hier gucken kann. Ich gehe jetzt nach Hause. Ich wohne hier. In dem Schloss da. Ist meins.